Der Hintergrund von Windows ist euch zu langweilig, den kann man aber ganz einfach ändern. Wie? Das erkläre ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist René Steyes. Ich bin Gründer vom ERS IT Service und in dieser Serie geht es um die Computergrundlagen, damit auch du die Möglichkeit hast, ganz einfach dein Computerwissen aufs nächste Level zu bekommen. Heute schauen wir uns einfach mal in Windows die Funktion an, wie man das Hintergrundbild ändern kann. Denn vielleicht hast auch du irgendein Lieblingsbild, was du nicht nur irgendwo ausgedruckt in einen Rahmen haben möchtest oder einen digitalen Fotorahmen, sondern dir das vielleicht direkt im Windows anschauen möchtest. Wie das funktioniert, gucken wir uns im Praxisteil jetzt an. Um ein Hintergrundbild festzulegen, gibt es verschiedene Wege. Wir schauen uns jetzt einmal den einfachsten Weg an. In meinen Augen der einfachste Weg ist, wir sind hier ganz normal auf dem Desktop und sehen aktuell hier das normale Windows 10 Hintergrundbild. Und wenn ich dort ein anderes Bild haben will, dann klicke ich auf dieser freien Fläche irgendwo hin mit der rechten Maustaste. Dann öffnet sich das Kontextmenü und hier gibt es den Punkt Anpassen. Dann öffnen sich die Systemeinstellungen und hier habe ich dann gleich schon vom Windows ein paar Bilder vorgegeben. Und wenn ich noch selber keine Bilder auf dem Rechner habe, dann kann ich hier ganz einfach hinklicken und entsprechend das Bild ändern lassen. Und habe dann auch ganz schnell ein anderes Hintergrundbild. Muss das einfach mal angucken. Das sind die von Windows vorgegebenen. Vielleicht hat man aber auch ein eigenes Bild von Schnappschuss aus der Familie, was man gerne als Hintergrund haben möchte. Dann muss ich hingehen und mir den entsprechenden Ordner selber raussuchen, da Windows nicht wissen kann, wo sich dieser Ordner befindet. Dementsprechend haben wir hier unter Bilder auswählen den Punkt Durchsuchen. Dann öffnet sich ein Fenster. Und hier kann ich dann navigieren. Ich habe hier jetzt schon mal ein paar Hintergrundbilder in meinen Bilderordner auf den Computer geschmissen. Und wenn ich dort jetzt reingehe, dann sehe ich hier ein paar Bilder. Und hier kann ich hier jetzt eine Datei auswählen. Und jetzt beispielsweise mal hier den Wolf nehmen. Bild auswählen. Und dann geht Windows hin und nimmt das Bild als Hintergrundbild. Entsprechend kann ich mich aber hier auch weiter durchklicken und mir andere Bilder raussuchen. Jetzt mal die Winterlandschaft hier annehmen, die in meinen Augen sogar sehr gut wirkt. Dann habe ich hier jetzt eine schöne Landschaft im Winter und das ist jetzt auch passend zur Jahreszeit. Ein schönes Bild. Ich habe hier immer noch meine Schnelldurchwahl und für Leute, die vielleicht überhaupt keinen Hintergrund haben wollen, weil die sagen, nee, das ist mir zu viel Gewurschtel hier drauf, das lenkt mich zu sehr ab, da gibt es die Möglichkeit, dass ich hier den Hintergrund als Volltonfarbe verwende. Das heißt, ich kann eine Farbe festlegen für den Hintergrund und dann ist der Hintergrund kein Bild, sondern einfach nur eine Farbe. Das kann helfen, wenn ich jetzt generell Probleme habe, das jetzt zu erkennen, die Schrift hier zu lesen, dann kann so eine Volltonfarbe hier schon einfacher zu sein. Weil wenn wir jetzt beispielsweise hier jetzt mal gucken, Mozilla Thunderbird, das ist jetzt auf dem Hintergrundbild noch recht gut zu lesen, aber wenn ich jetzt das falsche Hintergrundbild habe, dann kann man die Schrift vielleicht gar nicht erkennen. Und für jemanden, der das gerne haben möchte, der hat halt die Möglichkeit, auch nur eine Hintergrundfarbe einzustellen. Es gibt noch die Möglichkeit einer Diashow. Diashow heißt, er geht hin und macht hier verschiedene Bilder. Das heißt, der Hintergrund wechselt alle 30 Minuten jetzt in meinem Fall. Das kann ich auch eine Minute oder auch einmal am Tag ändern. Das ist das Prinzip, was ich persönlich selber auf meinen Hauptrechner verwende. Da ist es so, was einmal am Tag eher random, also per Zufall, ein anderes Hintergrundbild nimmt. So habe ich jeden Tag am Arbeiten ein anderes Hintergrundbild. Das muss aber jeder für sich entscheiden. Ich bleibe hier jetzt erstmal beim Bild und somit habe ich das Hintergrundbild ohne weiteres geändert. Es gibt noch einen zweiten Weg, der eventuell interessant sein könnte. Und zwar kann es ja auch mal passieren, dass ich jetzt auf dem Computer unterwegs bin. Ich gehe jetzt mal in meinen Bilderordner, meine Hintergründe. Und ich gucke mir jetzt hier so die Bilder an und schaue mir diese Pension an und sage mir, hey, das Bild, das wäre doch auch was. Dann habe ich hier jetzt auch ohne Probleme die Möglichkeit, auch mit der rechten Maustaste im Kontextmenü, festlegen als Sperrbildschirm, Hintergrund oder App-Kachel. Nehmen wir mal Hintergrund, klicke ich dort jetzt drauf.
und mache jetzt das Fenster klein, mache das auch klein, dann sehe ich, jetzt habe ich das Bild als Hintergrundbild. Und so kann ich halt ohne Probleme ganz schnell ein Bild als Hintergrund einstellen, was ich gerade mal so per Zufall gefunden habe. Das Ganze geht auch noch schneller, das mache ich jetzt wieder mit meiner Stadt. Das heißt, ich kann auch hier mit der rechten Maustaste drauf gehen und finde hier in diesem Kontextmenü auch die Möglichkeit, als Desktop-Hintergrund festlegen. Klicke ich dort nun drauf, dann habe ich hier auch wieder meine Stadt und kann mir dementsprechend auch das wieder als Hintergrund verwenden. Im Grunde genommen also wirklich ganz, ganz einfach, das Hintergrundbild im Windows individuell anzupassen. Nun haben wir uns das Ganze einfach mal angeschaut und festgestellt, hey, der Hintergrund zu ändern ist ja ganz einfach. Es gibt verschiedene Wege, es zu machen und man muss nicht immer den großen Weg gehen. Kanntest du alle Wege? Schreib es mir in die Kommentare. Ich bin da gespannt auf deine Meinung und dann schauen wir weiter. Wenn du natürlich Fragen hast zum Computer, auch gerne in die Kommentare. Vielleicht wird deine Frage auch mein nächstes Video und dann bekommst du eine ganz ausführliche Antwort von mir. Ich freue mich natürlich auch über jeden Daumen nach oben und sofern du es noch nicht getan hast, kannst du auch gleich gerne im Abspann abonnieren.